Wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute etwas für unseren Unterricht in Systeme und in DB vorbereiten. Und zwar wollen wir eine Linux-Installation machen und mit dieser Linux-Installation wollen wir dann auch zu Hause arbeiten. Okay? Und ja, was ist denn das? Was machen wir dabei? Also Linux-Installation wäre eigentlich nur sehr wenig, weil Linux an und für sich nur der Kern des Betriebssystems ist. Gell? Also der Kern, wenn wir da wollen, das ist also nur der Teil, der also die Hardware und die Ressourcen des Systems verwaltet. Gell? Nicht aber alles, was rundherum an Software recht nützlich ist, so wie die Oberfläche oder der Dateimanager oder die Shell oder die Editoren, das sind ja alles feine Sachen, sind aber im Grunde nicht Teil des Betriebssystems. Gell? Werden aber mit dem Betriebssystem ausgeliefert, weil es einfach praktisch ist. Gell? Wenn man da alles selbst zusammenbauen müsste, wäre irgendwie ungeschickt. Gell? Und ja, da hat es einen gegeben, der Richard Stallman. Der hat schon bevor es Linux gegeben hat, gell, in den 80er Jahren, vorgehabt, ein schönes freies Betriebssystem zu bauen, gell, und hat es dann GNU genannt, gell, also so wie GNU ist not Unix. Gell. Und naja, er hat da zwar schöne Gedanken gehabt, hat auch viele schöne Sachen entwickelt, aber eigentliche Kernel, der hat halt ein bisschen Zeit gebraucht und als dann Linux entstanden ist, dann sind dann die jungen Wilden, gell, also rund um das Linux-Projekt recht schnell gewesen, haben bald einen Kernel laufen gehabt, gell, haben die GNU-Tools dann vom Richard Stallman verwendet und haben dann ein lauffähiges System mit allem Drum und Dran gehabt, womit man halt arbeiten konnte. Und aus diesem dann sind die sogenannten Distributionen entstanden. Gell? Also die Distributionen, das sind also komplette, vollständige Pakete, wo das Betriebssystem drinnen ist, also in dem Fall das Linux, rundherum die Tools, gell? Also vor allem GNU und auch andere, und noch andere Software, mit einem Installer typischerweise oder auch andere Tools, die entwickelt wurden. Und das alles bindet eine Einheit, gell? Eine Einheit, mit der man dann recht gut arbeiten kann. Muss man nicht unbedingt ein kleiner Hacker sein, um dann damit irgendwas zum Laufen zu kriegen. Gell? Muss vielleicht halt nachlesen, wie das funktioniert. Und schon hat man ein lauffähiges System. Gell? Und wenn wir heute von Linux sprechen, dann meint man oft die Distribution. Gell? Also wenn jemand da von Red Hat, Debian, Ubuntu oder sonst was spricht, gell? Dann ist das eine spezielle Distribution von GNU Linux. Und genau sowas wollen wir heute machen. Gell? Wir wollen also eine Installation machen, müssen wir eine Distribution dann eben auswählen, gell? Und mit der können wir die Installation durchführen. Gell? Und was machen wir? Wir verwenden da eine recht populäre, das ist Ubuntu. Gell? Also Ubuntu, gell, das kommt aus Südafrika, gell, also der Mark Shuttleworth, gell, also das ist da, der hat so eine lustige Firma gehabt, gell, hat viel Geld verdient, hat die dann verkauft, gell, als diese jungen Firmen, diese Startups viel wert waren, gell, und hat dann dieses Ubuntu gegründet, gell, und das da, ja, die ist dann auch in den Weltraum geflogen und so, gell, ist ja recht lustiger, der Mark Shuttleworth, gell, und ja, dieses Ubuntu pflegt er seit sehr vielen Jahren und ja, rund um Ubuntu, das kommt eigentlich aus dem Debian, was eine andere große Distribution ist, gell, und da haben sich dann auch andere Distributionen davon abgeleitet, gell. Okay. Und das wollen wir heute auf einer Virtualisierung, in einer virtuellen Maschine, in einer Virtualisierung dann eben installieren. Gell? Und warum das? Weil es ist eigentlich ja, eine sehr einfache und eine sehr sichere Methode ist. Gell? Und mit der kann man dann auch ein bisschen spielen mit der Virtualisierung. Gell? Also da kann man ohne Risiko einzugehen, Versuche machen. Gell? Und was interessant ist, diese Virtualisierung wird im Serverbereich ganz intensiv eingesetzt. Gell? Also das ist ein wichtiges Argument. Gell? Wir verwenden Virtualisierung, weil es einfach ist. Gell? Aber diese Virtualisierung und die Flexibilität, die man damit hat, die hat im Serverbereich
einfach alles überflügelt, gell? Was könnte man sonst nehmen, gell? Also wer einen alten Rechner zur Verfügung hat, der könnte sagen, okay, den alten Rechner, da ist vielleicht mal Windows 7 drauf gewesen, früher Windows 7, naja, aktualisiert habe ich nicht mehr auf Windows 10, da habe ich 9 inzwischen vielleicht, gell? Aber er funktioniert noch, er hat vielleicht 4 GB RAM auch, gell? Was eben vor 10 Jahren auch schon vorhanden war, gell? Und damit könnte man eine solche Installation machen, gell? Besser, wenn es 64-Bit ist, gell? Okay, also besser mit 64-Bit-Systemen und Prozessoren dann auch, gell? Aber eben 32-Bit ist eher nicht mehr so einfach anzutreffen, gell? Also da geht man schon 15 Jahre zurück, um 32-Bit-Systeme dann zu treffen, gell? So, oder eine andere Möglichkeit wäre eine Dual-Boot-Installation, gell? Dual-Boot, man hat ein vorhandenes Betriebssystem, gell? Typischerweise aus dem Hause Microsoft, gell? Und man will dann parallel dazu ein GNU Linux installieren. Gell? Das hat man eigentlich über viele Jahre ohne große Probleme gemacht. Gell? Dort hat man dann einen Bootloader, gell? Im Bootsektor drinnen und dann wählt man eben beim Starten dann aus, was man starten will. Will man Windows starten oder will man dann eben das Linux starten? Gell? Ja. So weit, so gut. Das Problem ist dann gekommen, als man irgendwann begonnen hat, die ganzen alten BIOS-Architekturen durch so ja, UEFI-Geschichten zu ersetzen. Gell? Das wäre ja auch noch ganz nett. Gell? Das Problem ist, dass ja, das Ganze von vielen Herstellern nicht so ganz wirklich sauber implementiert wird. Gell? Der eine Hersteller macht es ein bisschen so, der andere ein bisschen anders. Gell? Und jetzt, das ist ein Problem. Weil dann sollten die ja, und wenn das dann mit Windows läuft, sind sie alle zufrieden. Okay? Aber wenn wir dann eine Linux-Distribution haben, dann sollte der Installer immer diese Probleme lösen können. Und das funktioniert nicht immer ohne Probleme. Okay? Das ist, ja, das ist eine Schwierigkeit. Okay? Und da muss ich euch warnen, okay? Probiert es nicht aus, wenn ihr nicht vorher zum Beispiel auf Byte-Ebene ein Backup gemacht habt oder wenn ihr nicht wisst, wie ihr das alles wiederherstellen könnt, was ihr dort habt, gell? Dann riskiert ihr denn nicht nur, dass ihr die Daten verliert, sondern auch die Windows-Installation, die vielleicht dort ist, gell? Und dessen müsst ihr euch bewusst sein. Es ist nicht sicher, dass das nachher noch funktioniert. Gell? Also da aufpassen mit diesen Installationen. Gell? Okay. Ja. Das ist Ubuntu, gell? Haben wir gesagt, gell? Es gibt nicht nur Ubuntu. Gell? Jetzt, ich habe da jetzt mal was aufgemacht, gell? Da gibt es einen Artikel, gell? Liste der Linux-Distributionen auf Wikipedia. Gell? Also Wikipedia lachen immer viele, gell? Aber da findet man wirklich tolle Sachen. Zum Beispiel ist da auch das Linux-Maskottchen da dargestellt, gell? Also der kleine Pinguin. Und wenn wir da hinuntergehen, gell? Da findet man eben so, ja. Beschreibungen, gell, da steht da, das sind diese Arch-Derivate, gell, oder dann die Debian-Derivate, die sind jetzt berühmter, gell, und da sieht man, das ist ein ganzer Baum, der da entsteht, alles, was von Debian gekommen ist, gell, also zum Beispiel auch Edu-Debian, gell, spezielle für Schulen entwickeltes Debian, gell, oder auch so Geschichten, gell, also so Live-Distributionen, gell, oder Kali, gell, also eine Sicherheitsdistribution, sagt da jemand dazu, gell? Und, gell? Also da gibt es ganz viele davon. Oder Knoppix, gell? Knoppix ist auch so eine Live-Distro, gell? Kommt eigentlich auch von Debian. Ubuntu. Ubuntu ist, ist auch von Debian abgeleitet, gell? Basiert immer noch, gell? Auf die Debian-Pakete. Hat aber selbst eine sehr, sehr große Community entwickelt und hat dann auch viele Distributionen, die jetzt nicht direkt von Debian abgeleitet wurden, sondern von Ubuntu. Gell? Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte mit diesem Ubuntu. Und dann haben wir da dieses Gentoo da oder Gentoo. So, Red Hat. Gell? Red Hat, das ist eine ganz aufregende Geschichte. Die sind sehr früh als Firma dann aufgetreten, gell, sind dann auch an die Börse gegangen, gell, und die sind, haben dann auch finanziell Erfolge gefeiert, gell. Also das ist dann eigentlich eine ja, tolle Geschichte, gell. Fedora von Red Hat abgeleitet.
ja, andere direkte Redhead-Derivate. Und ja, Mandriva, das ist eine französische Geschichte. Slackware, das ist ein Klassiker, weil also Slackware da steht es, ist die älteste heute noch existierende Distribution. Gell? Also das ist, ja, Slackware ist es wert, mal gesehen zu haben. Gell? SUSE ist in Deutschland entstanden, gell, ist dann von der Nobel gekauft worden, ist dann ja, Nobel zugrunde gegangen und dann, ja, dann SUSE gibt es noch, Nobel gibt es nicht mehr, das ist interessant. Andere. Unter anderem findet man alles Mögliche, gell? Also chinesische Sachen und unter anderem finden wir Android. Gell? Also jemand sagt, Android ist die erfolgreichste die Linux-Distribution. Gell? Ist Android überhaupt eine Linux-Distribution? Und wenn wir das so streng nehmen, eigentlich ja. Gell? Weil Android hat den Linux-Kernel drinnen als Grundlage. Gell? Und dann hat Google darauf ein Betriebssystem entwickelt. Gell? Also dafür die kleinen Streichelcomputer da. Gell? Und ja, solange das die Grundlage von Android ist, der Linux-Kernel, ist Android auch eine Linux-Distribution. Gell? Eine ganz besondere, gell? Mhm. Jo. Und da geht es so weiter, gell? Also da gibt es dann alles Mögliche und Unmögliche, was es hier so gibt. Genau da, das ist auch OpenWRT, gell? Also für so, ja, für Routersysteme und Firewalls und so Sachen, gell? Also für eine ganz spezielle Hardware, gell? Mhm. Ja. Ja, deine Koch, gell, also für kleine, gell, also wenige Megabyte reichen schon, um das laufen zu lassen, gell. Okay, ja, auf jeden Fall, wir wählen Ubuntu aus und wollen das eben machen, gell, hier haben wir auch so Videos, gell, also wenn wir das aufmachen, gell, dann können wir schauen, da gibt es viele Anleitungen schon fix und fertig, wie man das dann eben machen kann, gell. Es ist was anderes aufgegangen, habe ich vielleicht am falschen. Nein, ist die Werbung, gell? Werbung überspringen. So, hier haben wir es schon, gell? Das ist auch eine solche Anleitung, gell? Mhm. Okay, so, wir wollen das jetzt aber selbst mal machen. Und zwar der Host, gell? Der Host, das ist die Maschine, auf der wir die Virtualisierung installiert haben. Und auf der Virtualisierung, gell, definieren wir dann eine virtuelle Maschine und dort installieren wir dann unser Linux, gell? Und der Host, gell, das ist zum Beispiel Windows. Könnte aber auch ein Mac sein, gell? Also wer da so ein schönes MacBook hat oder so, gell, der kann das auch damit machen. Mhm. Oder ich kann auch ein Linux-System haben und im Linux-System eine Virtualisierung, wo ich dann wieder ein Linux installiere, gell? Das geht auch. Was brauchen wir? Wir brauchen zuerst mal VirtualBox. Gell? Woher kommt VirtualBox? Gell? VirtualBox bekommen wir von Oracle. Gell? Und ja, wenn wir da zum Beispiel ein ja, Windows haben, dann müssen wir hier den Download durchführen. Gell? Und der Download, gell? Also hier haben Sie überall die 6er-Version, die gibt es inzwischen eine ganze Weile. Gell? Also funktioniert recht gut. Gell? Wer möchte, kann es auch mit der 5er-Version machen. Die ist da nicht mehr. Irgendwo müsste es schon einen Link noch geben. Gell? Okay, also das passt. Wer dann zum Beispiel noch eine spezielle Unterstützung, zum Beispiel für schnelles USB will oder so andere Geschichten, gell? Der braucht dann auch das Extension Pack. Gell? Also wir brauchen es nicht unbedingt, gell? Aber wer möchte, der kann es holen. Hier gibt es doch ein User Manual, gell? Und hier muss ich halt meine, ja, mein VirtualBox mitnehmen. Das brauche ich, dann klicke ich es an und installiere es, habe ich ein Programm, das ich dann starten kann. Und dann brauche ich meine Distribution, gell? Ja, das da ist Ubuntu, gell? Ich gehe da her, ich kann das aufmachen, das ist Ubuntu Homepage hier. Gibt es ein paar Erklärungen, gell? Und irgendwo gibt es die Download-Seite. Und was lade ich herunter? Hier haben wir entweder den Server oder den Desktop, gell? Und wir brauchen den Desktop, gell? Der Server ist für Server da. Dort haben wir auch keine Oberfläche, keine GUI, gell? Also das ist wirklich ein Serversystem, gell? Und wir haben den Desktop, gell? So, klicken wir mal rauf. So, passiert etwas. Sieht nichts, klicken wir hier hinauf. Okay, kommen wir hierher. Hier können wir jetzt drauf
klicken und es beginnt der Download, es wird etwas gefragt. Ich sage hier immer, ja, see your, our alternative downloads, geil, was habe ich hier alles? Hier kann ich als alternativ sagen, ich habe einen Network Installer, das holen wir nicht, aber ich gehe her und hole mir ja, diese Torrent-Datei, geil. Warum diese Torrent-Datei? Ich kann das Download machen über das HTTP, also vom Webserver. Das, ja, das belastet aber die Server der Distribution doch. Ich kann auch einen, ja, einen Mirror-Server verwenden. Also zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal Ubuntu Gar, das ist dieses universitäre Netz in Italien. Also schreiben wir Ubuntu Mirror Garite. Und ja, also hier klicke ich mal drauf und da sehe ich da, aha, Index Ubuntu Releases, auf hier Mirogar. Wir sind also hier auf einem italienischen Server in diesem Forschungsnetz. Und was hole ich mir herunter? Ich hole mir von der 2004 die aktualisierten ISO-Dateien. Also das 2004.1 ist nichts anderes als im Sommer eine aktualisierte 2004. Also 2004 ist im April erschienen und im Sommer haben sie dann die 2004.1 gemacht. Und hier habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe also entweder die Serverdatei, die Server ISO oder die Desktop. Und ihr seht, das sind alles 64-Bit-Systeme. Also die jungen Ubuntu-Versionen gibt es nicht mehr für 32-Bit-Systeme, die funktionieren nur bei 64-Bit-Systemen. Hier habe ich auch diese Checksums, also SHA 256. Das ist interessant, um zu überprüfen, ob das, was ich herunterhole, dann auch etwas ist, was ja, was das ist, was erwartet, das also korrekt ist, gell? Mhm. Okay, ja, ich gehe mal hierher. Ich habe das mal da unter, ja, wo ist es denn? Ja. Mhm. Okay, so, also hier drinnen ist das. Okay, und was habe ich hier alles? Hier habe ich diese Checksums, gell? Also, das brauche ich zur Überprüfung. Und hier ist diese, ja, Checksum dieser beiden Dateien. Und was habe ich noch? Hier habe ich einmal die, ja, die ISO-Datei für Desktop. Mit der werden wir es machen. Und dann hatte ich noch hier diesen Server. Geil. Und ja, und hier ist die Torrent-Datei. Geil. Und wenn wir da mal schauen, wenn ich da jetzt mache, BitTorrent launch many cursors in diesem Verzeichnis, dann habe ich eine Torrent-Datei und dann geht er hier den Download machen. Geil? Jetzt haben wir den Download schon gemacht vorher. Jetzt geht er hier die Überprüfung machen, sagt er. Geil? Okay, ja, auch gut. Mhm. Lassen wir ihn das machen und dann schließen wir ab. Geil? Also wir sehen, das sind 2,6 GB. Geil? 2,6 GB. Man braucht man doch eine, ja, eine recht gute Verbindung, gell? Wenn man da so ein ADSL hat oder so, dann wartet man eine Weile. Gell? Also wer ein ADSL 1 hat, das nicht so schnell ist, gell? Der wartet eine Weile. Und da ist fein, wenn man das so mit BitTorrent macht, dann kann man das in Ruhe starten. Und wenn es mal etwas länger dauert, gell? Dann kann man das auch mal heute unterbrechen, gell? Q abbrechen, gell? Und dann rufe ich das neu auf und es geht dann weiter. Gell? Also solche BitTorrent-Clients gibt es nicht nur unter Linux, die gibt es dann auch unter Windows. Gell? Und wenn ich fertig habe, dann sage ich SHH 256 SAM, gell? Wovon denn? Von Ubuntu Desktop ISO. Und wenn ich das jetzt umleite, zum Beispiel nach Bla, gell? So, dann geht er hier die Überprüfung machen dieser Datei. Und ich kann jetzt sagen Cut Bla. Mhm. Und was interessiert mich noch? Dieses SHH 52, gell? Und wenn ich das jetzt mache, dann sehe ich da, aha, hier habe ich 4, also B45165 und so weiter und so fort. Hier habe ich B4516 und so weiter und so fort. Hinten hört es auf mit E3D, hier auch. Also, ich gehe mal davon aus, dass das, was in dieser Datei ist und in dieser Datei zur ISO
dass das übereinstimmt, gell? Und das besorgt, dass ich den Download korrekt durchgeführt habe, gell? Okay. Jetzt haben wir VirtualBox und die ISO-Datei für die Installation. Und jetzt können wir die Installation auch durchführen, gell? Also VirtualBox habe ich vorher installiert. Jetzt kann ich das machen. Was muss ich brauchen? Ein bisschen überlegen, was ich da machen will. Gell? Habe ich mindestens 8 GB RAM, dann kann ich zum Beispiel für meine Installation in der Virtualmaschine 3, 4 GB, also bis zur Hälfte ungefähr vielleicht nehmen. Gell? Es funktioniert dann ohne Probleme. Gell? Was muss ich noch denken? Ja, wenn ich nicht 8 GB habe, sondern zum Beispiel 4, dann ist vielleicht besser, wenn ich Lubuntu nehme. Lubuntu ist ein Ubuntu-Derivat mit einer einfacheren Oberfläche, gell? Und es braucht weniger Arbeitsspeicher. Gell? Und da kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, von den 4 GB RAM nehme ich 1,5 für das Lubuntu. Gell? Und dann habe ich noch 2,5 für die Hostmaschine, gell? Und für die Virtualisierung selbst. Gell? So, was brauche ich? Ich brauche etwas Festplatte. Und die Festplatte wird von der Virtualisierung, von VirtualBox in unserem Fall, in eine Datei geschrieben. Gell? Wir haben also eine Datei und in diese Datei hinein kommt unsere Installation. Gell? Also, und ja, der Vorschlag für, ja, von VirtualBox ist meistens 10 GB. Gell? Das ist vielleicht ein bisschen wenig, wenn man da ein bisschen herumspielt. Also 20, 30 würde ich schon nehmen. Und wenn jemand von euch so Terabyte Platten hat, gell, man kann auch mal 50 nehmen oder auch mehr, wenn er will. Gell? Mhm. Okay, so, und dann den Netzzugang vom Host aus, den schauen wir uns dann an. Das läuft über NAT. Gell? Also wir kommen über unsere Hostmaschine, gell, mit unserer virtuellen Maschine ins Internet. Gell? Das ist eine feine Sache. Und dann Push-Installation, wir machen Aktualisierungen und wir installieren noch ein paar Dinge. Gell? Aber jetzt wollen wir das machen. Und zwar, ich starte da mein VirtualBox, schauen wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Gell? Mhm, ist schon da, okay. Ja, also er sagt, er hat da was Neues, das lassen wir mal. So, okay. Und da haben wir schon ein paar drinnen, gell? Und da will ich jetzt etwas machen. Ich sage, ich mache eine neue virtuelle Maschine, gell? Der Name, gell? Also das sage ich jetzt da mal Ubuntu 3.inf, gell? Und er schlägt schon vor, das ist ein Linux, Ubuntu 64-Bit, das passt, das kann ich so übernehmen, wie es ist, weiter. Dann sagt er, er würde 1 GB RAM nehmen von, ich habe da 16, gell? Also ich würde hier mal 4 nehmen, 1096, also, gell? Also 4096 Mega, also 4 Giga als Arbeitsspeicher. Er schlägt mir 10 GB vor, gell? Und sagt Festplatte erzeugen, ich sage ja erzeugen, gell? Und dann fragt er nach der Größe VDI. Als Format, das passt gut, gell, weiter. Mhm. So, dynamisch oder feste Größe, gell? Also feste Größe sagt dann, er würde die 10 GB anlegen, gell? Egal, ob sie voll sind oder nicht. Dynamisch bedeutet, dass wenn wir mehr Platz brauchen, dann geht er bis zu unserer Grenze von 10 GB hin, aber er belegt nicht sofort alles, gell? Und das ist da gerade so, wenn man so ein paar Versuche macht, will man nicht immer die maximale Größe haben. Gell? Also sofort die maximale Größe festlegen ist vielleicht etwas effizienter und schneller, vor allem dann, wenn wir da vergrößern müssen. Gell? Aber es ist oft feiner, wenn wir nicht so viel Platz verbrauchen. So, hier fragt er, wie soll der Dateiname heißen? Gell? Also Ubuntu 3.inf geht uns gut. Und wie viel? Ich sage zum Beispiel 20 GB. Gell? So, erzeugen. Okay, so, jetzt ist die Maschine da, wir sehen sie dort unten und wenn wir jetzt da auf Ändern klicken, dann können wir hier Einstellungen machen, gell? Da sehen wir den Namen, den Typ, gell? Ich kann da erweitert anklicken, gell? Also ich sehe, wo da eben das Image liegt, gell? Ich kann da ja Zwischenablage, gell? Zwischen Host und unseren Gast, unsere Installation etwas da aktivieren, auch vielleicht fein, gell? Okay. Dann System,
ja, Bootreihenfolge okay, da die nochmal die Größe vom Arbeitsspeicher könnte ich verändern, gell? Prozessoren. Er schlägt hier vor ein Single Core, gell? Jetzt eins ist ein bisschen wenig, ich gehe mal auf zwei, gell? Das hängt jetzt von eurer Hardware ab, gell? Also zwei geht da schon, ist besser als eins, gell? Mhm. Okay, dann Anzeige. Und da habe ich schon in der Vergangenheit Probleme gehabt. Er schlägt 16 davor für einen Grafikspeicher. Also wenn ich mich nicht schlecht erinnere, braucht man bei Ubuntu 20.04 mindestens 128 Mega geteilten Grafikspeicher, damit das Ganze überhaupt funktioniert und damit ich da nicht so Fensterle habe, was dann nicht funktioniert. Gell? Mhm. Dann Massenspeicher. So, da haben wir unsere Festplatte, 20 Giga, gell? Und wir brauchen ein Medium, von wo wir installieren, weil auf unserer Festplatte ist noch nichts drauf. Und jetzt gehe ich daher und da sehen wir, das schaut aus wie ein DVD. Und in diese DVD gehe ich unsere ISO-Datei einlegen. Gell? Ich nehme die ISO-Datei und sage, das ist deine DVD. Ich gehe also keine DVD brennen, gell? Sondern ich nehme einfach die Datei. So, also ich öffne das da, gell, und ja, aufmachen. Und ja, wo ist es denn? Da haben wir Debian zum Schluss, gell. Gehen wir da ein bisschen hoch und da gehen wir auf Ubuntu 20.04.1. Das ist also das aktuelle. Und da nehme ich die Desktop-Version, gell, öffnen. So, und jetzt ist da diese Datei eingelegt als ISO-Datei, gell, ins Laufwerk, gell. Audio ändere ich nichts. Netzwerk, da sehen wir haben also eine Netzwerkschnittstelle, gell, und die ist NAT, gell, also NAT benutzt also die Virtualisierung für Network Address Translation, gell, also wir gehen über unseren Host hinaus, als würden die Pakete der Netzwerkverkehr auf dem Host starten. Gell? Das ist eine feine Sache. Serielle Schnittstelle interessiert das nicht, Ubuntu ist auch nicht unbedingt. Gell? Das, ja, lassen wir, wie es ist, bestätigen das. Und jetzt kann ich da hergehen und ich kann, ja, ich starte das Ganze mal. Gell? Und damit, wir haben hier diese ISO-Datei eingelegt, jetzt startet der Installer. Gell? Okay. So, jetzt macht er hier einen kleinen Check, gell? Ist auch gut, vor allem gut, wenn es eine DVD wäre, ein physikalisch vorhandenes Medium, gell, was hier kaputt sein kann. Und bei uns könnte ja auch theoretisch sein, dass wir einen Fehler beim Download gemacht haben, gell? Oder der Download hat abgebrochen, ist nicht vollständig, gell? Aber wir haben es erstens mit BitTorrent gemacht. BitTorrent überprüft selbstständig die Korrektheit, gell, des Downloads und dann haben wir das mit diesem SHA 256 Summe überprüft und damit dann geschaut, ob das korrekt ist. Gell? Mhm. Gell? Oh, so, jetzt kommt da schon die Musik. Gell? Und jetzt schauen wir mal, was ich da machen kann. Aha, also 3 Ubuntu oder Install Ubuntu. Gell, was machen wir? Wir machen Install und wählen da schon aus, dass es, wir wählen da zum Beispiel Deutsch aus. Gell? Okay, wir könnten es auch Englisch lassen. Das ist bei der Installation vielleicht auch ein bisschen schneller. Gell? Ist egal. Gell? Ubuntu installieren. Mhm. So, Tastatur German passt. Ich habe da eine deutsche Tastatur. Dann normal installieren, minimal, weil ich sage normal. Und dann während Ubuntu installiert wird, Aktualisierung heruntergeladen. Gell? Ja, das könnte ich jetzt machen. Gell? Also er soll sofort aktualisieren die Pakete. Wir sind hier im Netz. Gell? Und Installation von Drittanbietern. Gell? Was ist das? Das sind dann proprietäre Treiber, die nicht unbedingt mit ausgeliefert werden können, aber ich als Endbenutzer kann sie vielleicht herunterladen und das erlaubt er mir, wenn ich das da anklicke. Weiter. Dann habe ich jetzt, was haben wir jetzt noch? Mhm. Festplatte löschen und Ubuntu installieren, ja, das soll er machen, das wollte man ja, geil. Dann sagt er ja, Partitionsschema, geil, wenn ich es nicht geändert habe, dann nimmt er die ganze, macht eine
Installation, sonst hätte ich das da ändern müssen mit etwas anderem. Gell? Jetzt geht da die Festplatte da partitionieren, fragt mich nach der Zeitzone, das passt, mitteleuropäische Zeit, Rom, gell? So, ich gehe weiter, mein Name, gell? Ich sage jetzt, ich bin der User. Der Rechner ist der PC, Login nehmen, gell, ist User und da sage ich einfach bla bla bla, gell, also da habe ich es falsch gemacht, bla 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 und nochmal bla bla bla. So, jetzt schimpft er schon mit mir und sagt, das ist ein schwaches Passwort, gell, aber bla 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 als Test, gell, also Passwort beim Anmelden abfragen, das machen wir, gell, automatisch anmelden wollen wir nicht, gell, weiter. So, was macht er? Er sagt, Dateien werden kopiert. Er beginnt also mit der Installation und das ist jetzt schon fein. Das müsste dann jetzt eigentlich relativ schnell ist jetzt gut gesagt, gell? Aber auf jeden Fall das 2004.1, das ist im Sommer aktualisiert worden. Da müssen wir nachher nicht nochmal Hunderte oder sogar Gigabyte dann herunterladen, gell? Also müsste eigentlich das Update, die Aktualisierung nachher nicht so groß sein, gell? Ist fein. Dann gehen wir nochmal her, gell? Wir haben dann gesagt, nachher wollen wir noch ein paar nützliche Instrumente installieren, gell? Und während der jetzt da arbeitet, wollen wir da, wie gesagt, als Beispiel BIM, gell? Okay. Und bevor wir das machen, müssen wir etwas machen, gell? Wir müssen. So, es passiert dahinter etwas. Danach zeigt mir noch ein bisschen. Okay. Wir müssen zuerst mal die Paketquellen unseres Systems und des Anbieters synchronisieren. Gell? Und das da ist, ja, früher beim Windows 7 hat man das auch schon gesehen: Aktualisierungen suchen. Dann hat er einem die Aktualisierung gesucht, hat sie angezeigt und dann hat man aktualisiert. Gell? Und das Aktualisierung und Suchen hat genau das gemacht. Es hat also eine Synchronisation meines Systems mit der Microsoft gemacht. Und das kann ich hier auch machen. Gell? Ich kann hier, und das macht man von Zeit zu Zeit, APT Update machen. Gell? Also APT Update, das macht keine Updates. APT Update, gell, das synchronisiert die Paketquellen, gell, mit meiner Installation. Das schaut, was ist aktuell, was ist nicht aktuell, gell, was habe ich installiert, was ist verfügbar, gell, und dann kann ich auch die Aktualisierung durchführen. Gell. Okay, also APT Update, gell, das tut die Paketquellen ja, herunterladen, gell, und synchronisieren da, gell? Das ist APT Update und dann die Aktualisierung durchführen. Das mache ich dann mit APT Dist Upgrade. Gell? Mit APT Dist Upgrade wird also werden alle Pakete, die ich habe, aktualisiert. Etwas, was er mir jetzt ja bei der Installation automatisch macht, weil wir gesagt haben, er soll es machen. Gell? Wenn ich hingegen etwas Neues installieren will, gell, dann mache ich Installation eines Paketes und zwar aus dem Repository der Distribution. Gell? Und weil ich da vorher das APT-Update gemacht habe, weiß er, was alles verfügbar ist. Gell? Und zwar in diesem Moment. Also wirklich aktuell. Und nachher kann ich etwas installieren. Zum Beispiel mache ich APT Install, wie gesagt, den Vim. Gell? Also der Vim, das ist unser Lieblingseditor. Gell? Das ist ein Klassiker unter den Editoren. Gell? Und böse Zungen sagen, gell? Das ist doch der beste, der bestigste aller Editoren, die es jemals gegeben hat. Gell? Und andere böse Zungen behaupten, gell, also der wird nur gemacht, gell, damit der Lehrer die Schüler tratzen kann. Gell? Gell? Aber die Wahrheit ist folgendes: gell? Der VI, abgeleitet eben der VI und dann erweitert als Vim, gell? Das ist ein Klassiker unter Editoren, der ist auf allen Systemen verfügbar und er ist für uns Entwickler oder Administratoren
ein feines Instrument, das man auch einfach in der Shell benutzen kann, in der Konsole. Man braucht keine Oberfläche dafür. Und ja, warum braucht man keine Oberfläche? Warum soll das gut sein? Wenn ich lokal arbeite oder wenn ich im LAN arbeite, im lokalen Netzwerk, ist ja egal. Wenn ich aber einen Server irgendwo auf der Welt habe und ich muss auf dem Server etwas editieren, gell? Was mache ich dann? Dann nehme ich das Flugzeug und fliege zum Server, oder? Mhm. Gell, die Schule, die hat ja ein Flugzeug, gell? Also das Flugzeug, damit wir den Server der Schule erreichen können, gell? Mhm. Gell? Ja, das stimmt alles, gell? Mhm. Oder aber wir machen Folgendes, gell? Wir machen eine entfernte Verbindung zu unserem Server, der irgendwo steht, gell? Und mit dem Vim gehe ich dann durch die Dateien editieren, gell? Okay. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist nachhaltiger? Geil, mache ich eine entfernte Verbindung, geil, und arbeite mit dem BIM, oder ist nachhaltiger, ich fahre mit dem Flugzeug der Schule, geil, zum Server hin, geil, oder ich fliege hin, nicht ich fahre hin. Geil. Mhm. Deshalb, ja, machen wir es mit dem BIM. Geil. Mhm. Böse Zunge, das haben auch der Lehrer habe Flugangst, deswegen hat er den BIM gelernt. Geil. Mhm. Okay, ja, das ist der BIM. Oder etwas anderes, also APT Install, ein kleines Instrument, das ist der Midnight Commander, also der Mitternachtskommander. Der Mitternachtskommander, das ist ein File Manager auf der Konsole. Oder etwas anderes, APT Install Synaptic, das ist ein einfaches ja, Paketmanagement-Tool mit GUI. Gell? Also wenn das Ganze mit APT so nicht so gefällt, der kann das so mit GUI machen. Gell? So, und wenn man das jetzt so ausführt, dann kriegen wir eine Fehlermeldung. Gell? Warum? Da kommt heraus, der User darf das nicht. Gell? Was müsste da der User machen? Er müsste sagen, ich darf das schon. Gell? Und das Zauberwort dafür, das heißt sudo. Gell? Also sudo. Also ich müsste da immer sudo schreiben, gell? Und dann fragt er mir das Passwort, gell? Weil er sagt, ah, du sudo schon, gell? Aber du musst mir das Passwort davor geben, gell? Und jo, jetzt kann ich da immer sudo schreiben, gell? Sudo apt update up, sudo apt dist upgrade und so weiter, gell? Mhm. Gell? Oder ich mache was ganz anderes, bevor ich das Ganze mache, was ich alles irgendwo mit dem System und mit der Verwaltung des Systems zu tun habe, sage ich, du weißt du was? Ich darf das, gell? Mhm. Root darf das, gell? Root, wer ist Root, gell? Also Root, das ist der ganz besondere Benutzer, gell? Das ist der Benutzer Nummer 0. Und der Benutzer Nummer 0, der darf das, gell? Also wenn ich da mal hineinschaue, gell? Also less auf etc, was wird d? Hoppala, wo habe ich jetzt drauf geklickt? Etc. Passwd, das sind die eingetragenen Benutzer im System, und wenn ich da schaue, da gibt es einen Root, gell? Und das hat es auf Unix schon immer gegeben, gell? Und das gibt es auch unter Linux, gell? Und Root, der darf das. Gell? Jetzt mache ich da mal was, ich mache jetzt mal da sudo su minus, gell? Also werde Root und sudo, du darfst das, gell? Und da frage ich, Moment mal, gell? Da gib mal bla 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 ein, gell? Und jetzt haben wir bla 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 eingeben, und jetzt schaut mal da. Vorher war ich da der Karl. Und jetzt bin ich nicht mehr der Karl, jetzt bin ich der Ruth. Gell? Und Ruth darf das. Gell? Ich könnte da jetzt machen apt update. Gell? Und schauen wir mal, was da alles passiert. Gell? Jetzt gehe ich da die Paketquellen meines Systems hier aktualisieren. Gell? Also das ist nicht unsere virtuelle Installation, sondern das ist mein System. Gell? Und jetzt kann ich da sagen, gell? Also jetzt habe ich hier apt dist upgrade. Gell? Und jetzt sagen, du mach mal die Updates, jetzt führt sie durch, gell? Und jetzt führt er da keine durch, gell? Er sagt, na, der hat da ein Paket gefunden, das braucht er nicht mehr, gell? Aber sonst ist alles aktuell da, gell? Also er ist zufrieden, gell? So, und jetzt schauen wir was anderes an, gell? Jetzt machen wir mal mit dem Vim, gell? Wir gehen eine Datei öffnen, Vim, etc, passwd, das ist der Editor, gell? Jetzt mache ich es da auf, und das ist mein Editor, gell? Also ich kann da hier herumgehen, ich könnte auch editieren, gell? Die etc-Passwd bitte nicht editieren, gell? Und ich gehe hier hinaus mit Escape Doppelpunkt Q.
Weil ich habe nichts verändert. Weil habe ich was verändert und will hinausgehen, ohne zu speichern, dann mache ich Escape Doppelpunkt Q Rufezeichen. Will ich speichern, mache ich Escape Doppelpunkt WQ für Write and Quit. Geil? Ich will hier nichts verändern, also mache ich Doppelpunkt Q. Unbedingt aussteigen mit dem Rufezeichen. Geil? So, ich bin draußen. Geil? Jo, das ist doch eben. Geil? Okay, das ist ja, feine Sache. Geil? Okay, gefällt nicht allen, aber naja, ist nützlich. Geil? Sehr nützlich. Das ist da. Und Wim, geil zum Wim, gibt es dann auch Dokumentationen. Und ja, es gibt eine Homepage. Wim gibt es auch für Windows übrigens. Geil? Also, es ist ganz nützlich, wenn man Wim dann auch unter Windows verwenden kann. Geil? Okay, ja, da gibt es dann alles, ja, gibt es auch Handbücher, geil, und Anleitungen und so weiter. Wollte ich etwas anderes machen, den Midnight Commander, haben wir gesagt, MC. Geil, der Midnight Commander, aha, der Midnight Commander ist ein kleiner Dateimanager auf Textebene. Geil? Kann man also auch remote entfernt auf einem Server verwenden, weil nicht nur hier lokal. Und wenn man das auf dem Server verwendet, geil entfernt, so auf 1000 Kilometer entfernt zum Server, ohne Flugzeug einen Dateimanager verwenden, geil. Das ist dann nützlich, geil. Also da habe ich eine Datei, geil, F3, ich kann sie aufmachen, F4, aha, das ist der Hexcode zu meiner Datei, geil, okay, oder wieder raus, geil, Exit und tschüss. Jo, das ist das, was wir da gerade gesehen haben, geil. Wenn wir jetzt noch sudo Synaptik aufrufen, geil, dann, aha, das ist mein Tool zur Paketverwaltung, geil, also mit GUI, mit Oberfläche. Also ich kann jetzt zum Beispiel nach Wim suchen, geil, und jetzt sucht er nach Wim und überall hier hat er irgendwie Wim gefunden, in der Beschreibung oder im Paket oder so, und da sehen wir, aha, da ist schon Wim, geil, und ich sehe, ich habe da eine ganze Reihe von Add-ons, geil, Zusätzen, die ich nicht installiert habe. Ich könnte jetzt da zum Beispiel die Wim-Dokumentation auswählen und die sagt zum Installieren vormerken und nachher sage ich anwenden, geil, und ja, und dann würde das schon laufen, geil, okay, also das ist ein Tool, das sehr viele lieben, geil, also ein kleines grafisches Tool, um dann unser, ja, um Pakete dann zu suchen, zu installieren und so weiter, gell? Okay, ja, schauen wir mal, wie weit er dann hier schon ist, gell? Also, ja, er ist doch relativ weit mit der Installation. Was kommt nachher? Nachher kommt dann noch, kommen die Updates und dann wird er da diese Zusätze installieren, gell? Schauen wir uns noch etwas an, und zwar das war der Download, geil. Wenn wir hier schauen bei Ubuntu, da gibt es auch Dokumentation und Tutorials, geil. Und hier gibt es auch eine Beschreibung, wie man eine Installation machen kann. Geil, also das ist dann geht recht nützlich, geil. Also oft sagt man, naja, die TFO-Schüler, die lesen nicht gern eine Dokumentation, geil. Aber das stimmt nicht, geil. Eine Dokumentation kann sehr nützlich sein und da mal zu lesen, ist kein Schaden. So, Installation abgeschlossen, er will neu starten. Das ist fein, jetzt haben wir da neu starten und ja, schauen wir mal, wie lange er da braucht, gell? Und dann schauen wir, ob wir dann damit arbeiten können, gell? Also, was macht er? Er fährt noch herunter, er ist noch nicht fertig und jetzt sagt er, es hat doch fertig, gell? Bitte Enter drücken. Wollen wir Enter drücken, schauen wir, ob er weiterfährt. Jetzt schaltet er neu ein. Geil. Ah, das Ding, das klicken wir da mal weg. Hoppala. So. Was habe ich da jetzt weggeklickt? Nichts. Da ist es wieder. Geil. So. Also, er sagt, das Dateisystem ist clean. Das ist beruhigend. Geil. Er hat einen File-System-Check durchgeführt. Geil. Und, jo. Aha, was macht er denn? Ah, nichts. Weiter geht's, gell? Also das Ubuntu 2004 beim Starten braucht schon einen Moment länger als vielleicht
ein älteres Ubuntu, gell? Aber wenn es dann mal läuft, dann läuft es eigentlich recht gut, gell? Also mein System hier läuft, ja, die Home läuft nicht auf einer SSD, sondern eben auf einer Festplatte, und dann braucht das einen Augenblick länger, dann ist das nicht so furchtbar schnell, gell? Gell? Jo, also wenn wir da nochmal zurückgehen, hier haben wir gesagt, haben wir die Dokumentation gehabt, gell? Wenn ihr so sucht, was man da nach der Installation noch alles so machen kann, gebt es mal ein, Ubuntu Boost Installation, gell? Und dort findet ihr dann Anleitungen, gell, was man da so alles machen kann. Also ihr habt hier zum Beispiel bei Netto.com, so, was war es denn hier, das war's, der hat da so ein bisschen geschrieben, was er alles gemacht hat nachher, gell? Und wenn ihr da so ein bisschen sucht, dann der eine hat diese Idee, was man nachher machen kann, gell? Also da schreibt jemand also 20 Sachen, die man nach der Installation ja eigentlich tun sollte, gell? Und ja, was sind denn da die 20 Dinge, gell? Also hier steht da alles, was man dann, ist zwar für die 18.04 und die 19, aber das da ist im Prinzip dann meistens dann dasselbe, gell? Okay, jo, schauen wir mal, was hier passiert. Gar nichts passiert mal, wird da immer noch arbeiten. Also Ubuntu steht da unten, das ist schon mal gut, gell? Okay, ja, hier schauen wir da, ja, also Installation, Updates und, gell? Also er schlägt hier vor, GIMP würde er installieren, den VLC Player, gell? Also Calibra als E-Book Verwalter Chromium, gell? Also, hoppala, jetzt, ja, den hätte ich jetzt lassen sollen, wäre besser gewesen. Also Chromium, gell? Also ein alternativer Browser zum Firefox, gell? Auch recht nützlich, gell? Reine installiert eben Skype, Spotify, gell? Oder auch Teams, gell? Also lauter Sachen, die man installieren kann, gell? Genau, das mit Teams ist interessant, das könnte man machen. Und zwar, jetzt klicke ich da mal hinauf, gell? User, gell? Haben wir gesagt, und das ist bla bla bla, gell? Jetzt geht es da weiter, gell? Und zwar, die Installation von Teams erfolgt nicht aus dem Repository, gell? Teams muss ich als Datei herunterladen und dann installieren, gell? Also, hier ist so ähnlich, wie man das unter Microsoft kennt, gell? Also Teams, gell? Da muss man zuerst den Download machen, gell? Und dann zweitens die Installation von Datei. Außer man hat jetzt die Microsoft Repository, gell, aber ist angegeben, dann ist diese Repository original plus eine andere, gell. Also ich gehe jetzt da einfach mal her und dann machen wir das, gell. Hier ja, stellt er uns ein paar Fragen, gell. Wollen wir das mit irgendetwas verbinden da, gell? Na, das wollen wir nicht, das wollen wir überspringen alles, gell. Also Live-Batch nach, na, das wollen wir auch nicht, gell. Also da weiter. Ubuntu zu verbessern, ja, wird jetzt wenig helfen, gell? Wenn ich das nicht will, dann sage ich nein, gell? Also das ist einfach nur eine Spieleinstallation, das bringt dann auch wenig, gell? Datenschutz, gell? Ortungsdienste gibt es da auch, gell? Also das aktiviere ich erstmal nicht. Und hier habe ich verschiedene Sachen aus dem Software Center, gell? Die es schon gibt, zum Beispiel Skype sehe ich da, gell? VLC, ein paar Sachen, die wir eben die wir vorher gesehen haben, gell? Fertig. Okay, so, jetzt gehen wir da mal schauen, ob das größer wird. So, wird größer, genau. Jetzt bin ich also da. Und jetzt starte ich den Firefox zum ersten Mal. Das dauert jetzt ein bisschen, geht nicht so schnell. Und ja, das Ding, das dreht und dreht und dreht, gell? Also ich habe hier ja jetzt nicht meine Hostmaschine, gell, sondern so, jetzt will er aktualisieren, ups, hier will er Aktualisierungen machen, gell, da sage ich erst mal später erinnern, gell, okay, gell, also okay, wir haben die Sachen von vorher, die wir besprochen haben, auch noch nicht gemacht, gehen wir her und machen das mal händisch. So, was machen wir? Wir haben gesagt, wir müssen machen sudo su-k,
gell? Und dann kommt das bla bla bla. Und jetzt bin ich nicht mehr User, sondern root. Jetzt mache ich apt update. So, jetzt geht er die Package-Quellen synchronisieren. Das, was ich vorher auf meinem System gemacht habe. Gell? So, wenn er das fertig hat, gell, dann müsste er dann zurückkommen. Und nachher mache ich ein apt. So. Also es macht virtuell dann schon ein bisschen weniger Spaß vielleicht, gell? Aber es funktioniert. Dist minus upgrade, gell? So, und dann würde er jetzt da doch einiges, na, das machen wir jetzt nicht, das lassen wir mal beiseite, gell? Wir nehmen an, wir hätten es gemacht, gell? Aber wir sagen zum Beispiel das apt install vim und den Midnight Commander, die wollen wir jetzt mal installieren. So geht's. Apt install, das Paket angeben, geil. Und dann lassen wir es laufen. Er installiert hier noch ein paar zusätzliche Pakete, die wir brauchen, um das zum Laufen zu kriegen. Geil. Holt es herunter, installiert es dann und dann haben wir den Vim auch in diesem System zur Verfügung. Geil. Während er das macht, gehen wir dir hinüber, geil. Verwenden einen irgendeinen Suchdienst, geil, Google, so, .de von mir aus, okay, so, und dann sagen sie, Google ist kein deutsches Wort, geil, okay, und so, das, ja, ja, akzeptieren wir, geil, und jetzt suchen wir Microsoft Teams Download, geil, so, Microsoft Teams Download, ich gehe da rauf, gell? Und er sagt mir das jetzt auf Italienisch, gell? Also, scarica per dispositivi, ja, ist eigentlich egal, gell? Also, schauen wir, ob das funktioniert, wenn ich hier de-de eingebe, gell? Und sage, aha, so, auf Deutsch, genau. Okay, auf Desktop herunterladen und was hole ich herunter? Ich hole jetzt nicht die RPM-Datei, sondern die DEP-Datei, gell? Also das ist das Format, das ich unter Debian oder Ubuntu dann eben habe, gell? Und jetzt startet er würde das mit dem Installer hier öffnen, gell? Mit dem Software-Installer, ich sage, speichern soll er, gell? Und da sage ich, okay. Und er macht das jetzt, gell? Also er macht den Download des Microsoft Teams, gell? Mit dem wir dann arbeiten können. So, fertig, gell? Und das müsste jetzt irgendwo unter Download dann liegen. Gehen wir mal schauen. Die Home und dann ich bin User und da gibt es ein Download und hier drinnen ist das Teams, gell? Und jetzt mache ich ein dpackage minus i Teams, die Datei, gell? Also, und wenn ich das jetzt da mache, dann installiert er mir die Software in diesem Paket, das ich gerade hier heruntergeholt habe, gell? Jetzt hat er fertig, das ist schon mal gut, gell? Jetzt klicke ich auf die Windows-Taste und wenn ich da oben Teams eingebe, dann kommt der Teams heraus, ich klicke drauf, das dürfte jetzt ein bisschen langsam gehen, na, er ist schon hier, gell? Und jetzt kann ich mich anmelden und mit Teams arbeiten, gell? Okay, geht. Jo, so geht es da mit diesem Ubuntu, gell? Ja, das ist dann eigentlich die Grundlage, mit der wir jetzt arbeiten wollen, gell? Und ja, was braucht man noch, gell? Also Synaptik haben wir gesagt, gell? Die Man Pages, gell? Das ist sehr interessant, gell? Wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, die, das ist auf meinem System, die Package-L zeigt mir alle Pakete an, gell? Wenn ich da von allen Paketen jetzt den Filter anwende, grep Man Page, gell, so, dann zeigt er mir die Man-Pages, die ich nachinstalliert habe, gell, ich habe hier zum Beispiel die Man-Pages,
.de, die deutschen Man-Pages noch installiert, oder auch die Entwickler-Pages, gell? Oder auch auf Englisch die Entwickler-Pages, die Basics-Pages, gell? Also das sind jetzt eigentlich Man-Pages, die nicht alle hier installiert sind. Und wenn wir hier zurückgehen, gell? So, und jo, schauen wir mal, machen wir es ein bisschen größer wieder. So, ist er beleidigt? Nein. Okay, wenn ich hier die Package minus, hoppala, so, das ist das hier, die Package minus L, grab man, so, da kommt heraus man pages, gell? Wenn ich diese ganzen man pages will, die ich drüben habe, gell, dann, ja, dann muss ich hier diese ganzen Sachen angeben, gell? Okay, also manpages.de, manpages.de-dev, gell? Manpages-dev, dann die englischen Entwicklerpakete, gell? Oder manpages-basics und so, gell? Die muss ich einfach angeben, diese Paketnamen, und schon kann ich das installieren, gell? apt install manpages-de, gell? manpages-de e-dev, gell, manpages-dev, gell, so, gibt's die alle, super, manpages-basics, gell, und dann noch manpages-basics-dev, gell, dann bekomme ich ganz viele manpages, sowohl auf Deutsch, manchmal auch in einer schlechten Übersetzung, gell, ist besser die englischen zu lesen, aber auch diese Basics oder diese Dev, gell, also für Entwickler, gell, oder eben diese Basics-Funktionen, gell, wenn ich jetzt da draufklicke, gell, dann fragt er, oder fragt er gar nichts, er tut es einfach, gell, er holt es jetzt herunter und installiert es, und damit bekomme ich jetzt eine ganze Reihe von Man-Pages, gell, also Man-Pages, das sind dann Manuals, gell, das sind Handbücher, gell, und dieses Konzept der Man-Pages kommt aus dem Unix-Bereich, ist also relativ altes Konzept, gell, das in Linux übernommen wurde, und damit kann ich dann eben, ja, ich kann Hilfe-Seiten abfragen, gell, also während der jetzt da fertig macht, gell, machen wir da mal man, gell, printf, gell, und dann kommt eben ein man-Page des printfs in der Shell. Ich kann aber auch sagen man minus 3, nein, nicht minus, sondern 3, printf, gell, und dann bekomme ich das printf in der Programmiersprache, gell. So, also, das ist das Konzept hinter den Man-Pages, gell, diese sind dann auch so in, ja, geordnet, gell, also, und damit kann man sich sehr, sehr viel Dokumentation über das System holen, gell. So, jetzt habe ich so ein paar grundlegende Sachen installiert, und damit könnten wir jetzt eigentlich schon arbeiten, gell? Mhm. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg und dass diese Installation gut gelingt.